sehr intensiv trainiert. Es war gut, halt viele Trainingseinheiten absolvieren zu können. Wir haben halt ein bisschen an allen gearbeitet. Wir haben halt Fokus aber darauf gelegt. Wir spielen im Moment sehr, sehr, sehr ordentlich gegen den Ball. Wir haben halt wenig Torschuss zugelassen, aber nach dem Ballgewinn war es halt wirklich für uns ein bisschen zu hektisch. Wir haben ja schnell wieder den Ball abgegeben und deswegen haben wir intensiv daran gearbeitet, halt im Ballbesitzspiel, beziehungsweise nachdem wir halt den Ball gewonnen haben, halt den Ball in der eigenen Reihe zu halten. Außerdem haben wir halt an Standardsituationen gearbeitet. Wir haben halt an viele Sachen trainieren können. Das ist halt schön für einen Trainer, dass wir halt viele Trainingseinheiten auf dem Platz absolvieren können. Ich glaube, wir sollten einfach mit unseren Chancen ein bisschen besser umgehen. Dann geht das auf jeden Fall in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz dürfen wir SV Meppen nicht unterscheiden. Ich glaube, die haben jetzt über die Saisonvorbereitung ein neues Gesicht gezeigt, im Gegensatz zur letzten Saison, und haben sich explizit stark verstärkt, muss man noch sagen, und auch natürlich Achtungserfolge jetzt gegen Lautern oder im Pokal gegen Hertha erzielt. Und wir sind gewarnt, aber solange wir unsere Grundtugenden auf den Platz bringen, würde es für uns positiv ausgehen und wir behalten die 3 Punkte hier. Jeder Gegner in dieser Liga ist schwer. Man sieht es auch, Meppen, nachdem sie eigentlich abgestiegen sind, dass sie halt trotzdem eine sehr starke Mannschaft zusammenstellen könnten, dass die halt auch das Heimspiel gegen Kaiserslautern 1-0 gewinnen könnten, dass die halt so eine top besetzte Mannschaft wie Kaiserslautern Paroli bieten könnten, dass sie auch im Pokalspiel gegen Hertha BSC zu Hause wirklich eigentlich es verdient gehabt haben, halt mindestens ein Unterschied, aber halt den Sieg zu holen. Wir sehen, dass es eine sehr intakte Mannschaft ist. Wir sehen, dass sie halt kaum Torschuss zulassen, dass die ihre eigene Standardsituation sehr, sehr, sehr gut durchspielen. Wir sind gewarnt. Wir wissen halt, dass Meppen sehr zielstrebig spielt, dass die halt gerade in der gegnerischen Hälfte halt wirklich einen sehr guten Fußball spielen. Und deswegen müssen wir eine gute Leistung bringen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Die Stimmung ist von Tag 1 sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, und auch die neuen Spieler haben einen super Eindruck hinterlassen. Ich war ja selber letzte Saison neuer Spieler und habe auch gemerkt, wie einfach es ist, hier Fuß zu fassen. Und ich glaube, jetzt die Neuen für diese Saison haben es auch sehr, sehr schnell gemerkt. Und von daher ist die Stimmung auch dementsprechend gut. Und wir freuen uns über jeden einzelnen Neuzugang hier. Sind beide halt wieder halt gesund. Das war auch wichtig, die Pause, dass sie halt wieder gesund werden könnten, viele Trainingseinheiten absolvieren könnten, dass sie halt wieder 100% sind. Leider ist Davy weiterhin halt verletzt. Mike Königke könnte nicht alle Trainingseinheiten absolvieren in den letzten Tagen und deswegen ist es fraglich, ob er halt Samstag dabei sein kann. Der Johan Gomez war auch 4 oder 5 Trainingseinheiten konnte er nicht mitmachen, aber der ist halt wieder da und ist halt trainiert sehr ordentlich. Sonst sind alle anderen stehen zur Verfügung. Ja, persönlich zu mir hatte ich eine kürzere Vorbereitung, weil ich noch in der letzten Saison operiert worden bin an der Leiste. Aber mit der Gesamtheit der Mannschaft bin ich sehr zufrieden bisher. Klar müssen da mehr Punkte rausspringen, auch im ersten Heimspiel gegen Dortmund. Ich glaube, das, was wir an Chancen hier verballert haben quasi, das sollte uns so nicht nochmal passieren. Und wenn wir da die 3 Punkte geholt hätten, wären wir natürlich im Soll gewesen. Und so fangen wir jetzt am Samstag gegen Meppen mit den 3 Punkten an. Ich glaube, das erste Heimspiel war ein Paradebeispiel dafür. Die letzten 20 Minuten, wie lautstark das hier im Stadion war und dass die Jungs halt wirklich einen Schub bekommen haben von den Rängen, dass die Zuschauer uns nach vorne gepeitscht haben, dass wir halt sehr viele Torchancen gehabt haben. Leider halt eine von den etlichen Torchancen nicht genutzt, aber halt es bedeutet uns sehr viel, dass hier halt Zuschauer ins Stadion kommen, dass sie uns lautstark anfeuern. Ich glaube, das ist halt rübergesprungen auf dem Platz gegen Dortmund. Das erwarte ich auch
im Heimspiel gegen SV Meppen. Ja, richtig. Das war jetzt tatsächlich das erste Spiel vor so einer richtigen Kulisse. Es war ja in der letzten Saison, in meiner ersten Saison gegen Unterhaching 1860 schon so. Aber da war nur eine begrenzte Zuschauerzahl erlaubt. Und ich muss tatsächlich sagen, über die Saison hinaus hat man das sehr vermisst und es ist irgendwie zur Normalität geworden. Und dadurch war es nochmal ein viel schöneres Gefühl, wieder vor so einer großen Kulisse zu spielen oder spielen zu können. Und da hatte ich schon die eine oder andere Gänsehaut auf jeden Fall bekommen, ja.